Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein neues spannendes Thema. Heute geht es um die Frage, wie euer Wechselrichter es denn anstellt, aus eurer Photovoltaikanlage bei jeder Tageszeit und jeden Wetterbedingungen die maximale Leistung herauszuholen und damit natürlich auch den Ertrag zu maximieren. Das Stichwort lautet hier MPP-Tracking und das ist durchaus eine recht interessante und auch faszinierende Geschichte und deswegen schauen wir uns heute das mal so ein bisschen näher an. Was ist eigentlich MPP-Tracking? Was hat das Ganze mit den Photovoltaikmodulen und so weiter zu tun? Und natürlich am Ende, wie das ganze Tracking funktioniert. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit der Frage, was ist eigentlich MPP-Tracking und wie funktioniert das Ganze? Erstmal kurz zur Begrifflichkeit. MPP ist natürlich wieder ein englischer Begriff, bedeutet Maximum Power Point. Und das bedeutet so viel wie ja, der Punkt der maximalen Ausgangsleistung, jetzt in diesem Fall unseres Photovoltaikmoduls oder eben auch des Modulstrings oder meinetwegen auch der gesamten Photovoltaikanlage. Und da muss man wissen, diese Leistung, die Ausgangsleistung der PV-Module, die ist eben nicht einfach pauschal. Das ist also jetzt nicht so, dass da Sonne drauf strahlt und dann haben die immer die gleiche Leistung, sondern die Leistung ist von doch sehr vielen Faktoren abhängig. Das geht natürlich los mit der Einstrahlung selber, ja, die Sonneneinstrahlung auf das PV-Modul. Das wiederum hängt natürlich auch mit so ein paar statischen Geschichten zusammen, wie jetzt eben der Winkel der PV-Module und die Ausrichtung und so weiter, ja. Aber eben auch von so Temperaturgeschichten zum Beispiel. Die Temperatur hat einen sehr großen Einfluss auf eben genau diesen MPP, das werden wir später noch sehen. Aber auch so andere Geschichten, die Degradation der Module, eventuelle Teilverschattungen, aber auch sowas wie Verschmutzung hat eben auch jeweils immer wieder einen Einfluss auf den entsprechenden Punkt der maximalen Leistung. Auch wenn wir das Ganze jetzt möglichst einfach erklären wollen, kommen wir leider nicht umher, so einen kleinen Schritt in die Physik bzw. Elektrotechnik zu wagen. Aber ich verspreche, ich werde es möglichst einfach halten. Wir blenden mal hier ein kleines Diagramm ein, um mal so zu erkennen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier, das ist so eine typische Kennlinie von einem Photovoltaikmodul. Wir haben jetzt hier in Blau eingezeichnet den Strom. Und in Rot letzten Endes die Leistung. Wir haben auf der waagerechten Achse die Spannung des Moduls, des Photovoltaikmoduls und in der senkrechten, in der Y-Achse, da haben wir den entsprechenden Strom. Und wir sehen ja auch, dass der Strom jetzt an einer bestimmten Stelle so einen leichten Bogen beschreibt, bis er dann halt absinkt. Also sprich, wir haben links den Kurzschlussstrom und rechts die Leerlaufspannung und eben genau dazwischen bewegt sich dann ja letzten Endes auch die Leistung, die jetzt hier in Rot eingezeichnet ist. Kurz zur Info, die Leistung in der Elektrotechnik ist ja immer das Produkt aus I mal U, also Strom mal Spannung. Deswegen haben wir jetzt hier in dem linken Bereich, wenn wir anfangen, haben wir erstmal einen relativ linearen Verlauf. Wir fangen also an und je nachdem, je weiter die Spannung steigt, der Strom ist halbwegs konstant, steigt halt auch letzten Endes linear damit die Leistung. Aber wir sehen dann ja hier auch der Punkt MPP, der da eingezeichnet ist, an einem ganz bestimmten Punkt. Da ist es dann so, dass ab dem Augenblick die Leistung rapide abfällt, weil eben der Strom auch entsprechend rapide abfällt. Und das ist unser MPP, das ist letztendlich der Punkt der maximalen Leistung, weil wir ja sehen können in dieser Kurve, rechts und links von dem MPP, egal wie wir es drehen und wenden, wenn wir die Spannung ein bisschen höher machen, wird die Leistung schlechter. Und wenn wir die Spannung ein bisschen niedriger machen würden, ist die Leistung auch wieder schlechter. Also das ist im Prinzip genau dieser MPP. Und die Aufgabe des MPP-Trackers in einem Wechselrichter, das ist letztendlich zum einen genau diesen Punkt zum einen zu finden, aber auch unter den ganzen wechselnden Bedingungen, die ich eben schon meinte, ja, dass sich eben Strom und Spannung ständig ändern können, diesen MPP immer wieder zu finden und idealerweise auch dementsprechend konstant zu halten. Wichtig zu wissen ist dabei auch, dass die unterschiedlichen Faktoren, die ich eben genannt habe, jetzt die Einstrahlung und Temperatur beispielsweise, auch ganz unterschiedliche Einflüsse auf genau diesen Verlauf haben. Da habe ich mal eine schöne JavaScript-Grafik zugefunden, die kann ich mal hier einblenden. Und das ist ganz interessant, das werde ich auch mal verlinken, da kann man das nämlich auch sehr schön selber spielen. Da könnt ihr sehen, man kann jetzt hier zwei Regler einstellen, einmal die Einstrahlung und einmal die Temperatur. Und wenn wir jetzt die Einstrahlung ändern, na, wenn wir die Einstrahlung jetzt mal so ein bisschen nach oben fahren, dann sehen wir, je höher die Einstrahlung wird, desto stärker wird auch oder desto höher wird auch der Strom. Allerdings, der MPP, diese rote Linie, der bleibt bei der Spannung gesehen halbwegs konstant. Also der ändert sich jetzt nur nach oben und unten, aber insgesamt vom Spannungsbereich her eher weniger.
Wenn wir allerdings die Temperatur ändern, wenn wir jetzt mal die Einstrahlung konstant halten und die Temperatur etwas verändern, was ja nun durchaus auch im Laufe des Tages bei einer Photovoltaikanlage auch ständig der Fall ist, ja, dass die Temperatur mal steigt und später wieder sinkt und so weiter, dann sehen wir da, dass dieser MPP schon durchaus ein ganzes Stück auf der X-Achse hin und her wandert. Da hat also dann letztendlich der Wechselrichter bzw. der MPP-Tracker des Wechselrichters dann dementsprechend einiges zu tun. Und damit sind wir im Prinzip schon beim Kern des Themas, warum dieses MPP-Tracking so enorm wichtig ist und warum das gar nicht so eine triviale Aufgabe ist. Ich kann auch mal die kleine Grafik hier nebenbei so einblenden, so als Anhaltspunkt. Wir haben jetzt ja hier unseren Kurvenverlauf, wenn wir mal das einfach annehmen. Und wir haben ja nun unsere ganz vielen Faktoren, die eben Einfluss auf Strom und Spannung der Module oder des Moduls haben. Und die Aufgabe des Wechselrichters, haben wir ja gerade schon gesagt, ist eben genau diesen MPP zu finden und auch zu halten. So, wenn sich jetzt aber was ändert, dann muss der MPP-Tracker, das Problem ist, der MPP-Tracker, der kennt ja jetzt nicht die Sonneneinstrahlung von ihrem Wert her, der kennt auch nicht die Temperatur, das heißt, regelungstechnisch fehlen dem da eine ganze Menge Größen. Man kann das also jetzt nicht über eine Differentialgleichung oder so beschreiben, ja, in der Regelungstechnik, weil da einfach die Größen zu fehlen, die entsprechenden Eingangsgrößen, um die Regelgröße bestimmen zu können. Das muss der Regler also technisch gesehen ausprobieren, wenn man so möchte. Ja, so blöd das klingt. Also das geschieht natürlich heute mit Mikrocontrollern, mit entsprechender Unterstützung und das geht auch entsprechend schnell. Aber wir haben da so ein kleines Problemchen. Wenn wir uns das nämlich jetzt mal vorstellen, der Regler befindet sich jetzt gerade wirklich am MPP. Der ist jetzt gerade momentan auf dem perfekten Maximum PowerPoint eingeregelt. Das weiß er aber nicht. Der kann nicht mit Gewissheit sagen, ist er das jetzt wirklich oder nicht. Das heißt, er muss jetzt immer ein bisschen probieren, nach rechts und nach links auf dieser Kurve, ob er wirklich denn noch im MPP liegt oder ob es mittlerweile durch eben eine geänderte Bedingung schon einen besseren MPP gibt. Das heißt, was macht der Regler? Der Regler probiert jetzt ein bisschen und verändert dann die Spannung und geht in einen anderen Bereich rein und schaut dann einfach, habe ich da mehr Leistung oder weniger Leistung? So, jetzt geht er meinetwegen ein Stück weit nach rechts auf der Kurve und stellt fest, hier habe ich weniger Leistung als eben. Dann ist ja klar, okay, im Vergleich zu eben war ich ja schon auf dem besseren MPP, ne, vielleicht sogar dem echten MPP, ja, also dem wirklichen Maximumpunkt. Aber in der Zeit, in der er das jetzt ausprobiert hat, einmal rausgehen und wieder zurückgehen, in der Zeit war er ja nicht im maximalen Punkt. Das bedeutet, er hat Leistung verschenkt. Leistung und Ertrag hat er in dieser Zeit verschenkt. Wenn dieser Vorgang jetzt, sagen wir mal, 1-2 Sekunden dauert, dann hat er so lange die Leistung letzten Endes verschenkt für dieses Ausprobieren. Jetzt macht er das Gleiche nochmal in die andere Richtung, weil er jetzt ja nur sagen kann, okay, in die Richtung ist es nicht besser, aber vielleicht ja in die andere Richtung. Also geht er nochmal in die andere Richtung und stellt da vielleicht auch fest, ja, Mensch, nee, also auch hier wird es schlechter, super. Das heißt also, ich habe jetzt wieder die Gewissheit, ich war eben schon bereits wirklich im echten MPP unterwegs. Aber auch, um das einmal rauszufinden, auch dafür hat er natürlich einmal wieder ein bisschen Leistung und damit wieder ein bisschen Ertrag verschenkt. Das bedeutet also, für diesen Regler, für diesen MPP-Tracker ist es jetzt nicht ratsam, die ganze Zeit hin und her zu wandern. Die ganze Zeit zu gucken, rechts und links und rechts und links, ist das jetzt besser, ist das nicht, weil er damit ja im Prinzip die ganze Zeit nicht im MPP ist. Ne? Und er prüft einfach die ganze Zeit, ob er wirklich und ist sich so ein unsicherer Regler, sage ich mal, der immer nur hin und her rechnet, anstatt einfach nur in seinem MPP einfach drin zu bleiben. Der ist dann nicht wirklich effizient. Andersrum ist es aber auch keine gute Idee für den Regler zu sagen, jo, das ist der MPP und das wird wohl schon so stimmen. Ja? Also ohne jetzt groß nach rechts und nach links zu gucken, weil dann kann es natürlich passieren, dass sich in der Zwischenzeit wirklich die Bedingungen geändert haben und er einfach schon lange nicht mehr, seit Minuten schon nicht mehr im echten MPP unterwegs ist, sondern eben etwas rechts der Kurve vielleicht das Ganze schon viel besser ist. Und wenn er das halt erst viel zu spät ausprobiert, um dann festzustellen, ach Mensch, ne, in die Richtung ist es ja tatsächlich besser, und dann eben den neuen MPP einzuregeln, hat er ja wieder Leistung verschenkt, weil er eben zu spät auf den Wechsel reagiert hat und eben den neuen MPP eingestellt hat. So, und das ist eben dann die Aufgabe von so einem Wechselrichter und so einem MPP-Tracker, mit einem entsprechenden Algorithmus dafür zu sorgen, dass er eben einen MPP tatsächlich sicher erkennt, so lange wie möglich hält, also nicht die ganze Zeit nach rechts und links guckt unnötigerweise und dabei jedes Mal den MPP verlässt, ja, sondern immer nur möglichst den MPP zu halten, aber eben auch trotzdem oft genug mal nach rechts und links zu schauen, ob es denn noch immer der richtige MPP ist, in dem er gerade unterwegs ist.
Ja, woran erkenne ich jetzt einen vernünftigen MPP-Tracker in meinem Wechselrichter? Da müsst ihr schauen, im Datenblatt ist da nämlich ein Wert für angeführt, nämlich die Effizienz oder auch der Wirkungsgrad des MPP-Trackers. Und wenn man da mal guckt, in den meisten Wechselrichtern, also jetzt etwas namhaftere Hersteller, die liegen alle im Bereich 99,x. Ja, also ich sag mal so 99,5 bis 99,8 oder 99,85%. Also wir sind da schon sehr weit an der 100% dran. Die Algorithmen für solche MPP-Tracker, die sind in der Regel schon relativ gut ausgereift und eben auch durch die Mikrocontroller-Unterstützung sind die auch schnell genug, um eben letzten Endes dann solche MPP relativ easy einzustellen und auch zu halten und letzten Endes auch mit so einem lernenden Algorithmus das Ganze noch zu unterstützen, dass da auch wirklich nur, was ich eben meinte, dieser Effekt des unnötigen Hin- und Herschauen wird da reduziert und auch eben trotzdem wird aber ein falscher MPP möglichst schnell wieder verlassen auf einen neuen. Also das haben die, würde ich mal behaupten, mittlerweile schon ganz gut raus. Ja, wie muss man sich jetzt das MPP-Tracking für eine gesamte PV-Anlage vorstellen oder letztendlich für einen String? Zuerst natürlich erstmal wichtig, wenn man jetzt eine PV-Anlage aufbaut mit mehreren Strings, dass man auch dran drauf schaut, dass der Wechselrichter auch für jeden String einen unabhängigen MPP-Tracker implementiert hat. Aber das ist eigentlich in der Regel immer der Fall, weil sonst würden viele Dinge einfach keinen Sinn ergeben, wie jetzt eine Ost-West-Anlage zum Beispiel mit zwei Strings. Die brauchen natürlich auch zwei unabhängig voneinander arbeitende MPP-Tracker. Das sollte soweit klar sein. Aber ansonsten funktioniert eigentlich auch das genauso, wie jetzt das eben gezeigte MPP-Tracking von meinen wegen einem Modul. Nur die Kennlinie, die ist dann halt nicht mehr ganz so sauber wie eben, sondern die ist dann durchaus ein bisschen zerklüftet, aber auch der Algorithmus arbeitet dann natürlich genauso. Der muss auch da immer sehen, wo ist jetzt der Punkt der maximalen Leistung. Jetzt sind ja meine Module, jetzt habe ich ja mehrere Module, die sind alle in Reihe geschaltet. Und wir wissen ja, wenn jetzt von diesen Modulen, jetzt habe ich meinetwegen einfach nur als Beispiel 10 Module, die ich in Reihe geschaltet habe, und jetzt auf einem Modul, da liegen jetzt vielleicht ein paar Blätter. Ne? Das heißt, ich habe also Teilverschattungen. Dann habe ich zwar in den Modulen wieder Bypass-Ionen drin, die dafür sorgen, dass da möglichst dann der Stromabfall da entsprechend gering bleibt, aber nichtsdestotrotz beeinflusst sowas natürlich auch immer meinen gesamten String dann negativ. Und auch da muss dann eben der MPP-Tracker einspringen und muss eben auch da wieder versuchen, mit diesem jetzt niedrigeren Strom diesen String so einzustellen, dass ich da die maximale Leistung rauskriege. Ja, genauso, wenn jetzt zum Beispiel ein Modul verschattet wird, das ist ja meistens eh mal der Worst Case, aber auch zum Beispiel die Degradation, wenn die über die Jahre das eine Modul ein bisschen mehr altert als das andere, das sind dann auch so tägliche Aufgaben, wo der MPP-Tracker dann das jedes Mal wieder neu einspielen muss. Wie gesagt, die Kennlinie ist dann ein bisschen unsauberer, aber trotzdem schafft es natürlich so ein MPP-Tracker dann immer irgendwo die jeweils maximale Leistung für seinen angeschlossenen String herauszuholen. In dem Zusammenhang stellen sich viele die Frage, könnten da eventuell auch Leistungsoptimierer helfen? Zu Leistungsoptimierern habe ich, glaube ich, noch kein eigenes Video gemacht. Das könnte ich vielleicht mal nachliefern. Letzten Endes ist ein Leistungsoptimierer, kann man ungefähr betrachten, wie ein individueller MPP-Tracker für das jeweils angeschlossene PV-Modul. Und der kann bei solchen Situationen, wenn ich jetzt eine PV-Anlage habe und ich habe da ein, zwei Module, die immer wieder verschattet werden, dann würde man normalerweise empfehlen, diese Module entweder wegzulassen, ja, weil meistens ist es dann für die gesamte Anlage besser, einfach zwei Module weniger zu haben, als eben zwei Module, die ständig verschattet werden. Oder aber ich muss sehen, dass die Verschattung irgendwie verschwindet. Ja, das wäre die andere Alternative. Oder eben ich baue für diese zwei PV-Module entsprechend Leistungsoptimierer ein. Die würden jetzt also dafür sorgen, dass wenn dieses eine Modul, wenn das jetzt anfängt zu verschatten, dass der entweder den Strom möglichst ungehindert durch das an dem Modul vorbeiführt, müsste man ja sagen. Das heißt, dass der gesamte String nicht weiter davon beeinflusst wird. Oder eben jederzeit auch dann trotz Verschattung vielleicht noch das Maximum aus dem jeweiligen Modul herauszuholen. Leistungsoptimierer sind aber auch ansonsten, das ist jetzt nicht die Allheillösung für alles, die kosten natürlich auch wieder zusätzliches Geld, ist wieder eine zusätzliche Elektronik, die du da dann auf dem Dach hast und die sind auch wirklich nur sinnvoll eben genau für solche Einsätze, wenn irgendwas sich nicht anders machen lässt, ja, also so eine Verschattungsquelle oder sonst irgendwas anders irgendwie zu beseitigen, dann können die eine Lösung sein. Wie gesagt, da könnte man auch ein eigenes Video zu machen, weil oft wird auch mal empfohlen, für so eine ganze PV-Anlage einfach mal Leistungsoptimierer einzubauen, so nach dem Motto,
dann sorgen die halt individuell dafür, dass jedes Modul immer mit der perfekten Leistung läuft, weil ich ja nun wirklich für jedes Modul einen eigenen MPP-Tracker hätte. Aber das ist nicht der Fall. Also die tatsächlichen Leistungsgewinne, die du daraus erzielen könntest, wenn du eine ganz normal verbaute PV-Anlage vollständig mit MPP-Trackern ausbauen würdest, das ist unter ferner Liefen, weil nämlich letzten Endes das MPP-Tracking des echten Wechselrichters, der unten sitzt, schon so gut ist, dass er die bei gleicher Einstrahlung und gleichen Bedingungen für alle Module macht er praktisch die Leistungsoptimierer obsolet. Ja, die braucht man also bei einer normal konfigurierten PV-Anlage nicht. Und damit kommen wir zum Abschluss nochmal auf eine kleine Zusammenfassung und Fazit von meiner Seite. Ja, soviel zum Thema MPP-Tracking. Ja. Ich finde es persönlich immer wieder interessant. Ja. Man macht sich über so viele Sachen gar keine Gedanken. Man schließt so einen Wechselrichter an. Ja, die PV-Module, die liefern halt jetzt ihren Strom und ich habe wunderbar Ertrag. Aber was da alles so unter der Haube abläuft, ja, wie viel da hin und her gezaubert werden muss, um wirklich auch jederzeit die maximale Leistung aus so einer Anlage herauszuholen, da sind sich viele immer gar nicht so ganz bewusst drüber. Ja? Das finde ich immer selber interessant, wenn man da mal schaut, was da eigentlich alles so hintersteckt. Ansonsten muss man natürlich sagen, der MPP-Tracker, der kann natürlich auch wirklich nur so ein dynamisches Verhalten dann optimieren. Also sprich wechselnde Einstrahlungsbedingungen, ja, da geht jetzt mal eine Wolke vorher oder sonst irgendwas. Oder eben auch die Temperaturänderungen, die zwangsläufig auftreten, so über den Tag und so weiter. Ja? Solche dynamischen Sachen, dafür ist der MPP-Tracker gedacht. Grundsätzlich entlastet einen das natürlich nicht davon, dass eine PV-Anlage vernünftig geplant und auch entsprechend sauber aufgebaut werden muss. Also Stichwort zum Beispiel die Ausrichtung der Anlage, die Anstellwinkel, mögliche Verschattungsquellen und so weiter und so weiter. Da gibt es ja noch eine Menge andere Sachen, die eben die maximale Leistung einer Photovoltaikanlage durchaus auch negativ beeinflussen können. Das ist jetzt nicht die Aufgabe des MPP-Trackers alleine. Und wer dazu noch ein bisschen was hören möchte oder sehen möchte, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, genannt die 7 Ertragskiller für PV-Anlagen, kann ich euch mal gerne hier verlinken. Da habe ich mal so ein paar Quellen aufgetan, die alle dazu führen, dass eure PV-Anlage am Ende weniger Ertrag erzielt und einige davon sind eben auch relativ einfach zu eliminieren. Von daher sollte man da schon mal einmal reinschauen, um am Ende des Jahres auch den maximalen Ertrag zu generieren. So, naja, dann würde ich sagen an der Stelle, danke ich euch fürs Zuschauen, wenn noch was sein sollte, schreibt das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.